Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman. Wir springen in das nächste Kapitel. So, die Docks haben wir. Jetzt müssen wir nach Schaustehlen. So, nehmen wir alles mit. Ich denke mal, Unbesiegbarkeit oder so wird es wahrscheinlich im letzten Level geben, wenn wir es nicht mehr wirklich brauchen. Ah, schön. Also ich denke es wirklich. Aber ich gehe trotzdem nach der Reihe. Weiß nicht, mag ich. So. Hier brauchen wir noch 7 Minikits und den roten Stein. Was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht angezeigt wird, wenn man hier diese Geiselnahme schon hat. Ich finde, das wäre noch wichtig gewesen. Okay. Ah, okay, da sind noch mehr. Ich wollte gerade sagen, schön, dass das da oben ist. Wie kommen wir da hoch? Aber da sind noch mehr gewesen. So, wo ist Nightwing? Haben wir Nightwing? Nein, wir haben Robin. Aber nicht schlimm, beide cool. Beide sehr cool. Und wir haben Catwoman. Wir haben Batgirl wieder am Start. So. Ja, oh, geschafft. So, 19 von 25. Das wird nicht angezeigt, ne? Nee. Das ist halt so ein bisschen schade, dass das nicht angezeigt wird. Dass wir die schon haben oder nicht haben oder sowas. Haben wir hier auch noch irgendwas drin? Nee. Ich bin vorsichtig, ne? Seitdem wir da dieses Eislevel hatten, wo dieses eine Minikit hinter dem anderen Minikit lag. Ich meine ganz ehrlich, das ist ja... Oh, das ist fies versteckt gewesen, oder? Ehrlich jetzt. So, wir brauchen den Gleiteranzug. Sehr schön. Ja, spannen wir mal die Leine. Aber wir brauchen jetzt erstmal The Poison Ivy. So, hallo? Hallo? Danke. Und wir haben das nächste Minikit. Sehr schön. So. Oh, wir brauchen wieder Poison Ivy. Ah, nee, warte mal. Moment. Das konnten wir das auch mit Catwoman? Aber das weiß ich jetzt nicht. Konnten wir das auch mit Catwoman machen? Ja, das konnten wir auch mit Catwoman machen. Okay. Also das mit denen ist dann halt nicht mehr so nur noch die Fähigkeit von der Ivy. Glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich so was, was wir auch mit Catwoman machen konnten. Weil hier kommen wir so nicht wirklich hoch. Und selbst wenn wir mit ihr da irgendwie hochgekommen wären, wir mussten in der Story da auch noch den Pinguin mit rüberbringen und der wäre im Leben nicht hochgekommen. So, ja, damit werfen wir nur Sachen runter für den Aufzug. Das brauchen wir gerade gar nicht. Denn wir haben alles dabei, um uns selbst zu helfen. So. Polizeihelikopter. Ach, das war dieser Miniboss. Ja, ja. Ja, ja, Freunde. Warte mal, wie musste ich das nochmal machen? Ah, okay. Ja, die Dinger müssen halt hier drauf landen anscheinend. Ja, ja, der wirft immer einmal so ab und dann wirft der einmal da drauf, ne? Nö, was war das denn? Was war das denn immer? Was war das denn? Können wir den... Ne. So, bleiben wir erstmal da runter. Jetzt aber. So, noch einmal. One last time. Boah, aus welchem Film? Der Hobbit, genau. Der Hobbit war's. Will you follow me one last time? Als Thorin zur Besinnung kommt und
die Gefährten fragt, ob sie ihm noch ein letztes Mal in die Schlacht folgen wollen. Und dann kommt eine epische Szene, wo sie mit der Glocke aus dem Berg rauskommen, also aus ihrer Barrikade rausstürmen. Und ich glaube, der Cousin war es, oder der Onkel von Thorin, der mit dem Kampfschwan, dem Streithammer, wo er schreit, Through the King! Through the King! Also das war schon sehr, sehr nice. Ich muss sagen, die Hobbit-Filme waren auch nicht nur schlecht. Die hatten auch so ihre Höhen und Tiefen. Ja, natürlich, also, ne, waren jetzt nicht, kam jetzt nicht an die Herr der Ringe-Sachen dran, aber man muss dazu sagen, Herr der Ringe wurde am Anfang eher nicht so stark, aber auch gehatet. Ja, um ehrlich zu sein. Also am Anfang war Herr der Ringe auch so, bevor die Extended-Fassung kam, wurde auch gesagt, so, boah, ist ja nicht so gut, aber am Ende war es gut. Und ich habe was übersehen. Ich habe es jetzt erst gemerkt. Das kommt davon, wenn man über Herr der Ringe bei Lego Batman quatscht. Aber ich glaube, ich habe echt mich jetzt entschieden, ich werde als nächstes Lego Herr der Ringe oder Lego der Hobbit machen. Irgendwie habe ich da Lust drauf. Und danach dann Lego Jurassic World. So, was wir aber auch brauchen, ist... Also was ich auch machen werde, ist... Hallo, nicht da drauf. Weg mit euch. Ja, ciao. Lasst mich in Frieden, bitte. So, eins von drei, weil die habe ich, glaube ich, ganz vergessen. Nee, aber was ich natürlich auch spielen will, aber da habe ich ja gesagt, eventuell kommt da sogar eine extra, also kommen da extra Folgen raus. Und zwar die Skywalker-Saga. Oh, die wird auch. Ja, da freue ich mich irgendwie auch drauf. Ich habe jetzt Trailer gesehen auf der Gamescom. Also in diesen Gamescom-Streams. Leider ging es ja nicht mit Präsenz. Ich hoffe, dass es bald wieder geht, weil, also da fehlt halt schon was, wenn man zu solchen Events nicht hin kann. Da finde ich dann halt wirklich schade. Ich mag solche Events gerne. Auch hier ESL One Cologne und sowas ist halt schon cool. Sind halt schon so Sachen. Ich meine, das ist jetzt Counter-Strike. Habe ich jetzt auf meinem Kanal nicht so zockig, aber privat. Also das brauchen wir ja nicht. Privat gerne. Aber das sind halt so Sachen, die fehlen irgendwie schon. Vielleicht ja bald wieder. Mal gucken. Ich hoffe. Hoffen wir auf das Beste. Erwarten wir nichts, aber hoffen wir auf das Beste. Nee, aber wie gesagt, auf der Gamescom habe ich dann einen Trailer gesehen. Und hey, ich freue mich halt schon. Also ich freue mich halt schon. Oh, das haben wir doch schon. Schade. Und ich freue mich halt schon wirklich auf die Skywalker-Saga. Kommt im Februar raus. Bis dahin ist ja noch Zeit. Kannst du mal bitte aufhören zu verteidigen? Meine Güte. Und ja, gucken wir mal, wo das hinführt. Danke. Oh, das konnten wir nicht machen. Wir brauchen noch 5 Minikits und den roten Stein. Das ist ein Minikit, okay. Ist hier sonst noch was? Nee. Nö, leider nicht. So, was können wir hier mitmachen? Ah, nein. Ich falle da auch direkt mit rein, ne? Das ist schon... Ich bin doof. Wahrscheinlich liegt da irgendwo rechts noch ein Minikit und ich habe es einfach nicht gefunden. Und ich bin doof. Aber vielleicht haben wir auch Glück und hier sind die Minikits noch versteckt. Das würde mich sehr freuen. Aber ich glaube eher nicht, dass ich Glück habe. So, wir brauchen einen starken. Wir haben einen starken. Wir haben Arnie. Wir haben Arnie. Den nehmen wir natürlich mit. So. Ja, ich weiß. Ihr habt wieder Lust. Genau. Hau ab. Mensch. Mensch, Junge, hau doch ab. So, wir brauchen Arnie wieder. Wo bist du? Nice. Ich finde es übrigens schade, dass Batgirl und Batman diese Funktion nicht haben. Ich meine, ja, Batgirl kann ich verstehen, weil sie halt auch jetzt nicht als
krasser Charakter dargestellt ist. Also starker Charakter auf jeden Fall, ne? Nicht falsch verstehen. Aber sie ist jetzt halt nicht dieser... Sie wird jetzt nicht als stark im Sinne von, ich heb 1000 Tonnen oder so ein Scheiß, ne, dargestellt. Wohingegen Batman oft schon so als krasser Charakter dargestellt wird. Aber im Endeffekt, okay, muss ich auch wieder zugeben, Batman wird auch mehr als krasser Kampfsportler zumindest dargestellt. Ach, komm. Ja. So. Naja, wird auch mehr als Kampfsportler dargestellt. Also da ist, da muss ich dann doch sagen, okay. Stimmt. Sorry. Muss ich zurückrudern, Freunde. So. Nee, aber ist ja auch egal. Ne? Ist ja auch egal. Ich weiß, vielen ist das nicht egal. Ist es egal. Diese ganzen Debatten und sowas. Ne? Gibt halt Unterschiede. Sollte es nicht geben in manchen Bereichen. Das ist halt das, was ich mache. Jetzt machen wir nochmal einmal Real Talk auf dieses Thema. Danach hake ich das auch ab, weil, wie gesagt, in solchen Lego-Spielen behandle ich ja eher so lustigere Themen oder sowas. Ne, da kommt nur ab und zu mal was rein. Aber ich finde, dieses Thema könnte man jetzt hier mal gut sagen, wegen Batgirl, Batman und sowas, weil ich das ganz nett finde. Und das Spiel ist auch 2008, ne, also das ist jetzt nicht reingemacht worden, weil die Debatte hier angefeuert ist oder sonst was. Das finde ich ganz schön. Aber um das mal so zu sagen, auf Thema Gleichberechtigung, es gibt halt Unterschiede zwischen Mann und Frau. So. Ist einfach so. Das oder beziehungsweise Unterschiede zwischen allen Geschlechtern, muss man ja mal so sagen, ne? So, es gibt Unterschiede zwischen allen Geschlechtern. Und das ist halt so und das ist auch eigentlich ganz gut so. Kann man ja auch mal so sagen, weil es gibt ein bisschen Diversität, ne? So, aber da kommen wir zu dem großen Aber, was ich halt immer so denke, weil es gibt also viele Leute sind immer so, ja, Gleichberechtigung und, oh, und, nee. Ja, schon, aber nicht so, wie das immer so, ne, ausgelegt wird, weil ich finde einfach Gleichberechtigung, ja. Aber es gibt halt Unterschiede in den Bereichen. Das soll nicht heißen, dass es Unterschiede geben sollte im Bereich Lohn zum Beispiel. Weil ich bin ehrlich, wenn ich jetzt... Also ich war auch auf Baustellen unterwegs eine Zeit lang. Ne, ich habe mich ja so ein bisschen so geguckt, was mir so liegt, was mir nicht liegt. Und, ja, was soll ich sagen? Also Baustellen lagen mir jetzt nicht so. Nicht, weil ich das nicht könnte oder sowas, sondern... Ja, ich sag mal, man hat halt seine Lieblingsjobs und das, was man nicht hat. Und, ne, manche finden es extrem geil. Ich habe auch die Leute gehabt, die fanden das total gut. Und das finde ich auch sehr respektvoll. Also habe ich sehr viel Respekt vor. Ne? Und die machen auch den Job dann entsprechend sehr, sehr nice. So, aber was ich sagen möchte ist, es sollte in Sachen Gleichberechtigung halt auch mal immer unterschieden werden. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wo sollte es keine Unterschiede geben zwischen Mann und Frau? Zum Beispiel im Gehalt. So. Aber in welchen Bereichen des Gehaltes sollte es denn dort keine Unterschiede geben? Ja, zum Beispiel im Bereich... Kann ich hier rüber? Sorry, dass ich jetzt gerade mal so einmal unterbreche, aber... zum Beispiel im Bereich... Gehalt sollte es keine Unterschiede geben. Es sollte Unterschiede aber geben in manchen Tätigkeiten, könnte man schon sagen. So. Sei es entweder aufgrund der körperlichen Attribute, und das heißt nicht, dass Frauen schwach sind. Ich kenne auch sehr starke Frauen. Ich kenne auch Frauen auf der Baustelle, habe ich schon Frauen gesehen. Alter, die... da waren manche Kerle, die haben dann... Die kamen da nicht ran, so, ne? Aber es gibt ja immer noch so Sachen im Bereich Kraft oder so, muss man einfach sagen. Da sind Männer einfach aufgrund der körperlichen Attribute, des Testosterons und, halt einfach vorteilig. Aber es gibt auch Bereiche, finde ich jetzt meiner Meinung nach, das könnt ihr gerne mal in meine Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Ich finde aber zum Beispiel in Sachen Einfühlsamkeit und sowas,
Natürlich gibt es dann, es gibt immer die Ausnahmen, aber ich finde im Bereich Einfühlsamkeit, was zum Beispiel auch darauf hinführt in manchen Berufen, wo das sehr, wo das auch verdammt stark gebraucht wird, finde ich Frauen bevorteiligt, weil ich finde, Frauen sind einfühlsamer. Kann ich, sag ich jetzt einfach mal. Sind einfühlsamer in vielen Sachen. Und, ja. Ne? Das sind zum Beispiel so Beispiele. Weil, nein, ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt, aber im Endeffekt sind viele, ne, sind viele Menschen, die ich kenne, so, ich bin ja auch im Bereich Security unterwegs und oft ist es wirklich so, wenn ihr jetzt, jetzt, sag ich mal, so bullige Kerle habt, dann kommt da so einer und der will, ne, macht da ein bisschen was getrunken, will dann natürlich so ein bisschen zeigen, ja, guck mal hier, ne, ich bin stark. Ja, macht der Alkohol auch, muss man halt so ein bisschen mit gucken. Die meisten sind ja auch recht nett, es sind immer nur Ausnahmen. Und selbst bei den Ausnahmen gibt es recht nette Menschen, die vernünftig sind dabei. Und, ja. Aber da ist es zum Beispiel vom Vorteil oft, wenn zum Beispiel eine Dame dahin geht. Die sind dann oft so, sag ich mal, die sehen dann mehr ein. Wenn eine Frau hingeht als ein Mann. Dann sind die nicht so die Agro-Schiene, dann sind die eher so, ach ja, ne, ja, hast ja recht, ne. Ich könnte mir, ja, komm, war blöd von mir. Als wenn zum Beispiel ein Kerl hingeht. Wenn ich jetzt, habe ich oft gehabt den Fall, wenn ich dann hingegangen bin, so, ja, was willst du denn von mir? Und ne, wollte man einen auf stark machen. Wenn eine Dame dann dazu gekommen ist, so, hey, komm, ne. Dann so, ja, ja, hast ja recht, sorry, ne. So. Ist mir halt aufgefallen, so, aus erster Hand. Gibt es natürlich alle, wie gesagt, das können halt auch so gebietsabhängige Sachen sein und so, aber das ist mir aufgefallen. Deswegen die Einfühlsamkeit, um das mal zu erläutern. Aber, wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zu anderen Themen. Zum Beispiel zu der Skywalker-Saga. Und da freue ich mich immer noch drauf. Immer noch sehr, sehr drauf. So, wir hatten Catwoman hier in dem Level, deswegen brauchen wir einen starken. Ah. So. Nee, aber da freue ich mich extrem drauf und da freue ich mich auch drauf und hoffe, dass das klappt, dass ich das mit einem guten Freund von mir spielen kann. Der mich auch gefragt hatte wegen der kompletten Saga damals, aber da hatte ich leider die schon angefangen und war auch schon relativ weit am Ende. Und der hatte gesagt, wenn ich Bock hätte, einfach mal schreiben und das werde ich dann auch mal in Anspruch nehmen. Da werde ich dann einfach mal schreiben. Mal gucken. Ja, also, ich finde immer auch so Lego-Spiele an sich zusammenzuspielen, das ist doch cool, oder? Wie komme ich da rüber? Ich habe so langsam Angst, dass das wirklich ein Bug oder so ist. Weil ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Ich habe beides gedrückt. Hier öffnet sich nichts. Ich habe die Befürchtung, dass ich die Tür öffnen sollte und diese es aber nicht tut. Und somit habe ich die Befürchtung, dass wir es hier echt mit einem Bug zu tun haben könnten. Ganz genau weiß ich es natürlich nicht. Vielleicht finden wir gleich noch die Rätselslösung. Vielleicht bin ich auch wieder nur blind und taub. Was eigentlich auch falsch ist, weil ich kenne genug Blinde und Taube, die sind nicht so blind und taub wie ich. In manchen Bereichen. Ne? Also sinnesmäßig. Und ja, aber vielleicht übersehe ich ja auch wieder nur etwas ganz, ganz extrem. Aber ich glaube, es ist ein Bug. Ich glaube leider, das ist ein Bug. Denn wir können dort nicht rein, die letzten Dinger holen für die, Oh, ich hatte einen Trick gefunden. Ha! Ich weiß nicht... Oh, okay. Hätten wir das die ganze Zeit einfach sprengen können? Ich sag es ja, vielleicht bin ich einfach doof. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Mensch. Da hat wieder, Nulli cool zugeschlagen. Ah, Gott. Und manchmal sitzt man aber auch im Schlauch. Manchmal sitzt man auch auf dem Schlauch. Ich finde übrigens das Bild so cool hier. Das ist irgendwie so 3D-mäßig, ne? Ah, ich würde gerne mal in das,
in dieses New Yorker Museum, wo auch dieser Film nachts im Museum und so spielen, wo die Filme nachts im Museum spielen. Da hätte ich auch mal Lust drauf, da hinzugehen. Boah, das finde ich auch stark. Ich meine, überlegt mal, so 3D-Modelle und so ist schon... Ach so. Aber ist schon extrem cool, finde ich. So, da hätte ich echt mal Lust hin. Na, jetzt natürlich zur Pandemie eher schlecht. Aber, wenn das hoffentlich bald mal vorbei ist, dann möchte ich da unbedingt mal hin. Schön nach New York, da ins Museum rein. Also hätte ich Lust drauf, wirklich. Ich interessiere mich eh für so Geschichte und sowas. So. Ah, jetzt nochmal Robin nehmen. Können wir vorher nicht einsaugen. So. Was brauchen wir noch? Den roten Stein haben wir? Was brauchen wir noch? Ein Minikit brauchen wir noch. Und da oben ist... Ich glaube wirklich, dass wir das erste Mal den Fall haben. Also entweder war ich wieder blöd und habe da oben Minikit vergessen, wo ich dann einfach durchs Loch gefallen bin. Oder wir haben zum ersten Mal den Fall, dass diese sammelbaren Sachen wirklich für zwei Sachen geeignet sind. So, ah ne, ich mache lieber hier alles mit ihm. Hallo? Hallo? Danke. So. Nee, dann kommen ja die Gegner auch hoch. Brauchen wir jetzt nicht. Was ist das hier? Ach, damit verstellen wir nur. Ja. Kennen wir. Brauchen wir nicht. Aber kennen wir. So. Ja, das brauchen wir wirklich nicht. Damit beenden wir nur das Level. Und das Level wollen wir natürlich nicht beenden, bevor wir nicht die ganzen Minikits haben. Da ist auch keins drin, ne? Nee. Na gut, dann müssen wir tatsächlich, denke ich mal, mit Robin. Es fehlt uns eine Sache. Ist das denn ernst? Eine Sache? Jetzt beginnt die Sucherei. Jetzt beginnt die Sucherei. Was? Warum? Hä? Ach so, weil die auf uns schießen. Ja, okay. Weil die auf uns schießen. Das erklärt einiges. So. Hör ich da einen Hund die ganze Zeit bellen? Ich höre da einen Hund die ganze Zeit bellen. Falls ihr den auch hört, sorry. Aber, ja, es sind halt Tiere, ne? Was willst du machen? Obwohl ich sagen muss, manchmal kann man auch, oder ich hab's letzte gefunden. Manchmal, liegt's halt auch an der Erziehung der Halter. Ja. Aber prinzipiell ist es halt so, es sind Tiere. Ja, da kann man nicht viel gegen machen. So, eventuell haben wir jetzt Glück und wir kriegen, ne, wir kriegen nur Geld. Ja, dann werde ich nochmal jetzt nach oben gehen, das Level eventuell beenden. Denn ich wüsste... Oh, da oben sind noch Bilder zum Zerstören. Denn ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wo wir noch was finden könnten. Außer vielleicht da an den Bildern. Okay. So, nicht. Oh! Oh. Hm. Sehr unbefriedigend. So, aber wie gesagt, wir gucken mal. Wir machen jetzt mal das... Wir bringen jetzt mal das Level zu einem Ende. Ansonsten muss ich halt nochmal schnell hier rein. Und das Level nochmal bis zu dem Punkt durchspielen, wo wir durch den Boden gekracht sind. Weil das ist halt das einzige... wo ich was hätte übersehen können, glaube ich. Also alles andere
Ich glaube jetzt nicht, dass wir woanders was übersehen haben. Deswegen. Aber hier könnte auch noch was sein. Ich kann mich erinnern, glaube ich, dass hier irgendwas noch war. Dass ich aber direkt den Stein eingesammelt hatte und mich geärgert habe, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So, bevor wir jetzt aber alles einsammeln, gucke ich mal nach. Ne, es ist schon vorbei. Na gut. So, Charaktersteine. Ja gut, damit kriegen wir für jeden Charakter, den wir besiegen, Steine. Also Stats. Und das ist in diesem Spiel... Holy shit. Oh, wir kriegen den Mini-Heli. Nice. Aber wir haben leider einen zu wenig. Ja, da müssen wir nochmal rein. Schade. Ich glaube, ich weiß aber, wo ich ihn vergessen habe. Oder eher gesagt, wo ich ihn nicht mehr finden konnte. Komm, wir gehen einfach direkt nochmal rein, bevor wir die Charakterstats holen. Aber ich glaube, ich weiß, wie gesagt, wo wir den finden können. Ach, Mann. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. So, hier brauchen wir nichts. Ja, hier. Wir können einfach weitergehen. Wir können einfach weitergehen. Wir können hier einfach einiges überspringen. Mit der Hilfe von Poison Ivy zum Beispiel. Und dafür brauchen wir nicht mal das untere. So, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Ja, komm, mach auf. Los. Los. Ich hoffe einfach, wir brauchen nicht unseren Kollegen dafür. Ma, was ist das? Ja, okay. Okay, wisst ihr was? Ciao. Oh, das war mies. Wir haben ihn doppelt gekriegt. So, hallo? Kannst du aufhören, diesen Sprung direkt zu machen? Das irritiert. Okay. Die anderen sind halt nicht. Meine Güte. Weg mit euch. Die anderen sind nicht immun gegen die explodierenden Sachen. So, jetzt kommt der Heli, ne? Noch nicht. Okay, schade. Ach man. Wir müssen beide hier sein. Nein. Ich wünschte, die KI hätte einfach so ein Instant-Spawn zu uns. Da oben ist er doch. Da oben ist doch der Heli. Hol ihn doch einfach mal runter. Ma, ey, wir müssen wirklich... Also... okay, holen wir die KI. Mann, nein. Bleib doch einfach da drüben. Bitte, bleib da drüben. Schaff es nicht, hier rüber zu kommen. So ärgerlich. Mann, er schafft's rüber zu kommen. Danke. Meine Güte, ey. Boah, die KI, die macht mich fertig. Können wir jetzt bitte den Heli haben? Danke. Ich bin dir zutiefst verbunden. So, jetzt wirft er wieder seine Sachen. Wir müssen das auch wirklich so machen. Man kann es, glaube ich, nicht abkürzen, oder? Wir warten jetzt, wo er das hinwirft. Können wir den mit dem Batarang abwerfen? Können wir den mit dem Feuer-Batarang abwerfen? Ah, komm. Ciao.
Nee, leider nicht. Wofür sind die ganzen Sachen gut? Wir können damit nicht mehr was abkürzen. Ja. Anzugsextras, wunderbar. So, Bombe auf. Ja, da kommen wieder Gegner. Wisst ihr, was wir nicht brauchen? Gegner. So, einfach weiter. Jetzt aber wirklich einfach weitergehen. So. Das brauchen wir hier alles nicht. Jetzt bin ich wieder an der Stelle angekommen. Und das wäre jetzt hier das Einzige, wo ich... Was war das denn? Was ist das hier für ein Bug? Hallo. Ach so, der Ventilator. Okay. Eben einmal hier. Haut ab. Ciao. Jupp. Ja, mit. Und ciao. Hau doch ab. So, das wäre das Einzige jetzt, wo ich sagen würde, hier habe ich doch was vergessen. Oder? So. Oder? Oh, jetzt sag nicht, hier ist das nicht. Das wäre jetzt das Einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, hier habe ich das, hier habe ich irgendwas vergessen. Kann man nicht hier irgendwo rein? Nein. Aha, aha. Müssen wir vielleicht den Anzug hier nehmen und damit was machen? Nee. Oh, vielleicht... Ciao. Vielleicht die Scheibe doch zum Explodieren bringen da oben? Oder auch nicht? Ich guck mal. Ich gucke mal. Nee. Ah, können wir hiermit was machen mit den Lilanen? Nee, bis jetzt nicht. Nee. Oh, da unten ist noch, nee, da ist, nix. Da unten ist doch nix. Da ist hier noch was. Nein. Ha, ja. Gut. Ach, wo ist denn das letzte? The last Minikit. Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre noch hier. Aber hier ist es nicht. Oder? Nee, das ist nur dafür. Das brauchen wir halt nicht. Das haben wir schon. Ah, Mann. KI ist wieder... Mein Gott, KI, komm doch hier hin, Kerl. Ey, er ist doch ungelogen. Was bist du denn? Ach, er fällt automatisch da rein, okay. Ja, aber... Wo kann denn das letzte Minikit sein? Ja, hier war ja auch nichts mehr. Hau weg. Hau weg. Ciao. Hier war auch nichts mehr. Das haben wir alles gesammelt gehabt. Wo ist das letzte Minikit? Ach, Mann. Also, jetzt muss ich das wieder nachgucken. Ja, ich meine, das bringt nichts. Ich habe auch keine Lust, hier eine 3 Stunden oder so zu verbringen, nur um das letzte Minikit zu finden. Das ist dann halt auch eher semi-gut. So, ich muss mal... Ich weiß es aber echt nicht. Hier ist es nicht drin, ne? Nee. Nirgendwo auch versteckt, nee. Ah, wo kann das denn sein? Kann ich das wegsprengen hier? Nee, natürlich nicht. Können wir es anders austricksen? Nein, können wir nicht. Können wir nicht.
Ja, höchstens noch da in den... in den Scheiben. Weil da war ja, da waren ja nur Stats drin. Oder habe ich das da schon? Oder habe ich das da schon? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. So. Hm. Ich gucke jetzt noch einmal in die Scheiben, ansonsten würde ich sagen, werde ich einmal online nachgucken. Weil ich finde das ehrlich gesagt gerade sehr komisch, dass wir das jetzt hier nicht finden. Da oben drauf ist aber auch nichts, ne? Ne, bis jetzt sehe ich da nichts. Ah. So, Leute. Er schießt so langsam, ne? Das ist ja Schlagen besser irgendwie. Schlecht. So, wir brauchen Batgirl und den... Anzug. Ist das vielleicht irgendwo da oben? Nein. Ah. Nee, hier ist es auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, wo es ist. Das haben wir ja schon. Da ist zwar, das ist zwar da drin jetzt, aber wir haben es schon. So, das brauchen wir auch nicht. Wir haben ja hier alles zerstört. Wir haben hier alles zerstört. Also das kann es halt auch nicht sein dann. So, wir brauchen mal einen starken. Dann brauchen wir eine mit Doppelsprung. Oder Clayface, der kann es ja auch. Gucken wir uns das mal an. So, das Minikit haben wir schon. Da hoch können wir nicht, okay. Ah, hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir da oben noch was finden werden. Warum komme ich hier nicht einfach runter? Ja, okay. Wir fallen vom Dach aus da rein, ne? Möchte ich nur mal so festhalten. Wir fallen vom Dach aus da rein. Kein Problem. Easy. Nicht schlimm. Machen wir. Alles gut. Ne? Wir fallen von hier runter. Was 30 Meter gefühlt weniger ist. Ja, nee. Das geht nicht. Nee, also... Irgendwo reicht's dann nochmal. Warum? Ich verstehe es nicht. So, eventuell haben wir doch was übersehen hiermit. Das geht nicht kaputt, ne? Geht das eventuell mit dem Skelett kaputt? Ne. Oder? Ne. Nö, geht nicht. So, ich habe 9. Die 25 sollten wir aber einmal alle voll kriegen. Oh, und diese unendlichen Gegner hier. Geht weg. Weg, 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 weg. Bloß, bloß weg, Kollege. Haut ab. So, nehmen wir mit. Da hinten sind auch noch welche. Die nehmen wir auch noch mit. Hm. Ho. Wie die Villager bei Minecraft. So, die nehmen wir auch noch da unten. Und dann haben wir genug. Ja, hier ist auch noch das... Vielleicht ist hier auch noch was. Da gucken wir direkt mal nach. Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, hier ist auch nichts. Nee. Also da drin denke ich auch mal nicht, dass da was sein wird. Haha. Oder habe ich das kaputt gemacht gehabt? Ja, hatte ich. Ja, gut.
Dann halt nicht. So. Da ist ja die Statue, die kaputte. Kommt die immer her, ey. Wie die Ameisen. Wie die Ameisen, sag ich euch. So, wo ist Robin? Dann gucken wir mal, was wir damit freischalten können. Oh, hier hätten wir auch noch was gehabt. Ja, moin. Nicht gesehen. So. Okay. Hallo? Hallo, geh drauf. Danke. Ja, und? Ach, das ist offen gegangen. Ah, okay. Können wir mit dem Heli rausfliegen? Nee. Wir können mit dem Heli also auch nicht rausfliegen. So, wir können jetzt aber das hier zerstören, oder? Oder auch nicht. Ah, Mann. Ja, da drin ist aber auch nichts. Wo habe ich den denn übersehen? Also, wo könnte ich das Minikit tatsächlich übersehen haben? Ich weiß es halt ehrlich nicht, ne? Ich meine, am Ende, wo soll ich das da übersehen haben? Das weiß ich halt auch nicht. Das wird wieder irgendwo, also es wird wieder so ein Hoax-Minikit sein, was irgendwo richtig derbe versteckt ist. Und, damit man es so gar nicht finden kann, richtig. Oder es ist einfach eins, wo ich einfach viel zu blind bin, es zu finden. Könnte auch sein. Aber ich glaube eher, Antwort 1 ist richtig. Deswegen, speichern und beenden. Werden wir nächstes Mal holen. So. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Da werde ich mal nachgucken, wo das Minikit ist, weil, wie gesagt, 3 Stunden rumsuchen, das lohnt nicht. Und auf Wiedersehen.